Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Out of Reach, liebe Leute. Den kleinen angezockt mit mehreren Parts. Ja, bevor wir beginnen, möchte ich noch eine Kleinigkeit loswerden. Und zwar habe ich ja nichts dagegen, wenn ihr auf dem Video ein Dislike gebt, also einen Daumen nach unten. Aber seid doch bitte so gut und schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch stört. Konstruktive Kritik. So kann man das Gameplay nämlich besser gestalten, beziehungsweise weiß ich dann einfach mehr damit umzugehen. Schreibt einfach, ihr findet das Spiel scheiße oder so. Bloß ich gebe mir hier die größte Mühe, um euch ordentlichen Content zu liefern und bin mir dann gar nicht so sicher, ob das so gut ankommt, weil einfach mal Daumen nach unten gegeben werden, ohne Erläuterung dazu. Also, wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen, finde ich ja auch cool, ist ja im Prinzip auch eine Wertung, sag ich mal, aber wäre schon cool, wenn ich wüsste, warum. Ne? Alles klar. So, jetzt fangen wir an. Also, wir sollen uns für die Jagd bereit machen. Da regnet es jetzt hier im Haus. Im Haus regnet es. Außen auch. Okay. Wir bauen uns quasi jetzt Verbände. Und das ist ja das Einzige, was noch übrig ist. Ich hab mir mal 40 Pfeile gemacht. Wir sollen jetzt gleich auf die Jagd gehen. Und genau, der Verband ist hier. Dafür stell mal 10 her. Haben wir denn genug Material? Ja, scheint so. Wenn es nicht ganz 10 Verbände werden, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Okay, es sind 6 Verbände. Dann rüsten wir mal den Bogen aus. Ich hoffe, dass wir jetzt bei Regen überhaupt irgendwas reißen können. So. Mal den mit R nachladen. Nee. Wie geht's? Einfach die Pfeile draufziehen. Oh. das müssen wir noch üben, Leute. Kann ich den Pfeil wieder einsammeln? Ach, das geht nicht, oder was? Das haben sie aber blöd gemacht. Normalerweise, ich meine, der steckt ja hier. Könnte ich den jetzt einmal wieder rausziehen. In anderen Spielen wäre das möglich. Okay, nochmal üben. Alles klar. Kann ich die Aktion abbrechen? Ah, hier kann man auch zoomen. Die Aktion kann ich nicht abbrechen. Dann müssen wir... lassen wir den jetzt gespannt und suchen uns mal irgendein Tier. Irgendwas Kleines. Möglichst kein Raubtier. Naja, dann lass halt los. Das geht wahrscheinlich dann auf die Ausdauer. Nochmal ganz kurz gucken. Wie kann ich denn nochmal umschalten? Allgemein, Steuerung. Kamera wechseln wir. K, okay. Alles klar. An der Zeit, wo ich den Bogen in der Hand habe, habe ich nicht wirklich ein Fadenkreuz. Was bedeutet, dass ich wahrscheinlich... Okay, das sieht nach einer Raubkatze aus, da drüben rechts. Der möchte ich mal nicht zu nahe kommen, aber ich versuche mal dort diese komische rehartige Gestalt. Okay. Das ist ein Geißbock oder sowas. Oh, der steht aber gut. Boah, das war doch fast ein Headshot, Leute. Hat sich doch in dem Moment runtergebeugt. Ach, Mistvieh. Naja, zum Glück habe ich 40 Pfeile. So. Bleib mal stehen. Das müssen wir noch üben. Ein Po gestochen. Jetzt müssen wir halt eigentlich nur dranbleiben, in der Hoffnung, dass das blöde Vieh jetzt nicht zu dieser Raubkatze läuft, die hier irgendwo sich im Gras versteckt. So, zieh. Okay, es ist tot, Leute. Jetzt müssen wir wahrscheinlich schnell die Axt ausrüsten. Tierfett. Okay, gab Tierfett und Tierhaut, aber gar kein Fleisch, ne? Oh, coole Musik. Rüste dich mit deiner Nahkampfwaffe aus und schlage auf den Tierkadaver ein, um nützliche Materialien zu sammeln. Ich habe übrigens schon wieder diesen Bug, dass ich kein Fadenkreuz habe. Da kann ich hier auch nicht einsammeln. Leute, da mache ich mal gleich, wenn wir in der Hütte zurück sind, einen kleinen Cut und lade das Spiel nochmal neu. Weil das ist doof, wenn ich hier nicht einsammeln kann. So.
So, da haben wir unser erstes. Gucken wir gleich mal, was wir... Wir haben Tierfett und Tierhaut. Mit dem Fett kann man, glaube ich, Giftpfeile herstellen. Dann gucken wir gleich mal rein. Das hatte ich doch... Gift kann man damit machen. Alles klar. Und mit dem Gift können wir dann Giftpfeile herstellen. So, Leute. Ich lade nochmal ganz kurz neu. Nehmt es mir nicht übel. Ich mache mal hier kurz Pause. So, Leute. Da sind wir auch schon wieder. Fadenkreuz ist wieder da. Ist ein merkwürdiger Bug. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Ach, noch 33 Pfeile. Da würde ich sagen, suchen wir uns mal noch ein kleines Tier. Und versuchen das zu erledigen. Erlegen. Ist merkwürdig, dass da jetzt kein Fleisch rauskam. Aber, da müssen wir halt mal schauen. Wir latschen hier mal querfeld ein. Der Regen hat aufgehört. Die Sonne scheint wieder. So, pflücken wir noch ein paar Beeren. So, super. Wo ist denn hier mal noch ein schönes Tierchen? Wird's ja fast mal mit so einem Nilpferd probieren. Aber ich glaube, die fressen ordentlich Pfeile. Und ich glaube, die sind halt auf Angriff, ne? Könnte vielleicht brenzlig werden. Ich sehe jetzt hier gerade nicht wirklich ein Tier. Ich will aber noch ein bisschen jagen. Was ist denn eigentlich der nächste Punkt? Lasst mal kurz schauen. Sammle Ressourcen. Fertige eine Fackel. Aha. Achso, stand da zufällig was, was hier Fleisch gibt? Suche nach einer leichten Beute auf der Wiese. Hüte dich vor Raubtieren. Naja, das habe ich mir schon so gedacht, Leute. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe ja schon ein paar Survival Games in meinem Leben gezockt. Hier kommt übrigens immer so eine Anzeige oben rechts. Ein Piratenschiff ist gestrandet oder sowas. Vielleicht, der ein oder andere kennt ja das Spiel schon besser als ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das zu bedeuten hat. Oh ja, dieses gelbe Zeug brauchen wir. Das ist für die Giftherstellung, wenn wir jetzt eh gerade Tierfett holen. Ich will zwar jetzt noch nicht unbedingt Giftpfeile herstellen, aber die könnten wir ja dann vielleicht später mal gebrauchen für Raubtiere etc. Okay. Hier sind einfach keine Tiere. Gut, dann gehen wir zurück, fertigen uns eine Fackel an. Was braucht denn die Fackel? Gleich mal schauen. Eine Fackel. Braucht nur Tierfett und Holz. Können wir doch herstellen, direkt vor Ort. Haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Zack. So, was müssen wir als nächstes tun? Erkunde die Insel, haben wir schon fertig. Finde eine Höhle. Sammle Zinn und Kupfer. Okay. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt eine Spitzhacke machen. Die Frage ist, kann ich die hier vor Ort auch machen? Stein oder eine Spitzhacke? Die benötigt eigentlich nur Stein. Ich will mal kurz schauen. Ist hier zu viel Stein irgendwo? Ja, direkt vor der Nase. Und dann holen wir uns mal noch Stein und fertigen gleich die Spitzhacke. Und dann latschen wir halt ein bisschen rum. Und suchen eine Höhle und Kupfer. Hallo. Lass mich hier durch. Stufenaufstieg. Bergarbeiter verbessert. Okay, können wir gleich noch skillen. Machen wir auch direkt. Haben wir. Oh, wir haben schon genug Steine. Das bedeutet, wir können die jetzt direkt fertigen. So, herstellen. Steine und eine Spitzhacke. Haben wir gemacht. Jetzt gucken wir gleich mal. Ein Bergarbeiter. Gibt eine Chance von 8%. Genau. Kann man das hier auch noch erhöhen? Nee. Alles klar. Dann haben wir jetzt die Spitzhacke. Eine Höhle. Jetzt sag mal. Haben wir jetzt so viel Glück? Das sieht doch hier aus wie eine Höhle, oder? Nee, das hat getäuscht. Naja, dann erkunden wir mal ein bisschen die Karte. In der Hoffnung, dass wir hier eine Höhle finden. Jetzt können wir vor allen Dingen auch Materialien abbauen, die vorher nicht gingen. Ist das hier abbaubar? Nö.
Eine Höhle. Naja, latschen wir mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Irgendwo werden wir schon was finden. Erforscht das Unbekannte. Ich habe das Gefühl, dass es heute ein bisschen hängt, das Spiel. Ein bisschen laggt. Ach so, wartet mal. Kann man hier nicht sich einen Marker setzen? Anzeige der aktuellen Quest-Information Tab. Ach so, ne, ich dachte, man kann sich da irgendwie einen Marker setzen. Naja, latsch mal jetzt einfach mal Richtung Norden. Ist aber auch nichts. Ich suche gerade auch so komische Kupferfelsen gesehen. Hatte ich die schon mal beim Offscreen Farm. Aber da konnte ich die halt noch nicht abbauen. Jetzt haben wir ja die Spitzhacke, da können wir die auch abbauen. Aber jetzt sind ja keine. In Höhen sind ja auch keine. Ich finde auch den Sound vom Spiel tatsächlich ein bisschen leise. Außer wenn es regnet oder stürmt. Das war immer sehr laut. Ich habe den halt schon in volle Hütte aufgeruppt. Ich muss den quasi dann beim Rendern. Oh, da ist so ein. Nee. Mit einem Rhinoceros Nashorn legen wir uns bitte nicht an. Muss ich den Ton dann halt vom Spiel noch direkt anheben. Ja gut, hier ist aber so eine weite Ebene. Hier werden wir wahrscheinlich keine Höhle finden, ne? Wir müssen schon irgendwo bei den Bergen bleiben. Oh, dem Tier bitte nicht zu nahe kommen. Ja, mich stört halt immer noch die Grafik. So an sich macht es mir schon sehr viel Spaß. Ist halt ein Survival-Game. Wir machen Survival-Games prinzipiell Spaß, wenn sie gut gemacht sind. Es ist jetzt nicht schlecht gemacht, aber ey, die Grafik, Leute, das kann echt verbessert werden. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ein großes Entwicklerstudio ist oder ähnliches. Da gibt es aber so gar nicht, Leute. Kann ich das denn hier vielleicht doch abbauen? Wartet mal, wir probieren es einfach mal. Immer hier die Spitzhacke. Geht denn das? Dieser Stein ist zu hart. Versuche einen kleineren. Na gut. Und ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie im Kreis latsche. Das sind eigentlich unser Zuhause. Das ist gar nicht mehr eingezeichnet, ne? Finden wir doch nie wieder. Scheiße. Ja, da, das sieht aus. Oh, das ist so ein Kupferding, glaube ich. Mal schauen. Das hier sah aus wie ein Höhleneingang, aber ist keiner. Da, das kann man doch bestimmt. Ja. Zinn, okay. Na, wir nehmen einfach mal alles mit, was es gibt. Zinn ist ja auch nicht schlecht. Kann man bestimmt gebrauchen. Okay, da ist so eine Bucht. Da lass mal unten an der Küste langlatschen. Ach krass. Kann man quasi auch noch auf andere Inseln dann. Aber Zeit, dass wir dann irgendwie so ein Segelboot finden oder ähnliches bauen können. Ah, hier sieht man. Sehe ich auch einen Fisch im Wasser. Könnte auch ein Hai sein. Ah, da ist noch mal was. So eine Bobbel, die nehmen wir mit. Seht ihr das? Von Weitem, da wo jetzt mein Kreis ist, da schwimmt irgendwas. Und da auch. Es wird jetzt gerade dunkel. Ist aber schlecht. So, was haben wir hier? Wieder Zinn. Naja, wir nehmen es halt mit. Kann ja nicht schaden. So, dann latschen wir halt jetzt die Küste so lange, bis wir hier eine Höhle gefunden haben. Oh, das sieht schon wieder aus wie eine Höhle. Die Frage ist, wo ist denn jetzt unser Zuhause? Wir sind ja auf der völlig falschen Seite, ne? Was? Ich glaube, wir sollten eher da lang latschen. Ja, lass uns das so machen, Leute.
Wir finden nie wieder nach Hause. Ich hätte mir einen Marker setzen sollen oder ähnliches. Naja, so lernen wir die Insel ein bisschen kennen. Ich weiß halt nicht, kann man hier einen Marker setzen irgendwie? Nee, nicht wirklich. War denn unser Zuhause? Es war doch eigentlich am... Ach, hier. Na doch, hier ist es markiert. Naja, dann latsch mal halt richtig. Dann gehen wir hier so ein bisschen lang. Wenn wir bis dahin keine Höhle gefunden haben, gehen wir querfeld ein. Da vorne ist irgendwas. Da ist eine Hütte oder ähnliches. Das gucken wir uns an, Leute. Irgendwas ist da. Das hier sieht immer aus wie Höhleneingänge. So eine Fackel haben wir ja. Wir haben auch noch ein bisschen Tierfett für eine neue Fackel. Da drüben war auch sowas wie ein Gebäude. Ich das mal an. Muss man halt aufpassen. Ich weiß halt nicht, ob es hier tatsächlich so eine Art Piraten-NPCs gibt oder ähnliches. Muss man halt mal rausfinden. Aber das finde ich schon mal cool, dass es so mehrere Inseln gibt. Oh, tatsächlich. Die Frage, ist der jetzt böse oder nicht? Oder vielleicht ist es ja nur ein Händler, wisst ihr? Hau mal lieber Pfeile drauf. Dann ist der allein. Oder sind es mehrere? Erstmal scouten und gucken. Oh, das ist hier aber groß. Okay. Ah, die haben auch richtige Pistolen. Die Leute sind nicht friedlich. Wie weit rennen die mir hinterher? Okay, die sind ziemlich blöd programmiert anscheinend. Wenn wir irgendwie einpullen könnten. Hab ja Verbände da. Also wir könnten uns zur Not ein bisschen heilen. Und oben könnte ich die doch schön wegnaschen. Oh, okay. Nee, das ist keine gute Idee. Guck mal meine Gesundheit an. Ach, so ein Mist, Leute. Die kriegt man definitiv nicht down. Wir haben ja auch überhaupt keine Rüstung und nichts. Ich würde gleich mal so einen Verband benutzen. Benutzen. Ne, den hat er nicht bis zum Schluss benutzt, ne? Ja. Okay, da darf man sich nicht bewegen, wenn man Verbände benutzt. Mal gucken, was der an Gesundheit bringt. Ja, sieht ordentlich aus. Ja, scheiße, Leute. Dann würde ich sagen, weg von der Küste, latschen wir hier querfeld ein. So hat man aber wenigstens mal Kontakt mit Feinden und wissen, okay, mit denen können wir uns halt noch nicht anlegen. Komme ich denn hier hoch? Oh, es sieht schlecht aus, Leute. Ah! Da kommen wir doch jetzt. Jetzt haben wir uns festgefahren, ne? Jetzt kommen wir hier nicht hoch, dort nicht weiter, weil die Piraten da sind. Dann müssen wir irgendwie einen Aufgang finden, dass wir hier wieder querfeld ein können. Ach, jetzt wo hier so eine Höhle ist, ne? Jetzt latsch mal doch mal in die Richtung erst. Wird es auch gleich dunkel. Kann ja schon mal eine Fackel ausrüsten. Ah ja. Und Kaffee. So, wenn wir was Nützliches sehen, nehmen wir es natürlich mit. Habe ich allerdings hier noch nirgendwo Kupfer gesehen auf dem Weg. Aber cool, dass es ja halt auch so Piratenstützpunkte gibt. Find ich nice. Du mach mal hier deine Sicht an. Okay. Ja gut, jetzt im Dunkeln werden wir hier nicht viel sehen, ne? Bisschen doof. So, wo war unsere Strandhütte? Da unten. Naja, wir gucken mal. Laufen mal den Weg hier so lang. Was hüpft da? Was war das?
Ja, ist halt dunkel, ne? Das sieht man so schlecht. Ja, nochmal an der Stelle. Ihr habt mir ja noch nicht beantwortet. Wenn jemand eine Ahnung hat, wie ich diese Zahlen dort 1, 2, 3, 4 rechts unten im Spielbildschirm benutzen kann, schreibt es ruhig mal rein. Ich weiß es bisher immer noch nicht. Und so wie es scheint, könnt ihr auch mal reinschreiben, wo hier vielleicht Höhlen sind. Weil ich finde hier anscheinend keine. So, wo sind wir denn? Ja. Wir laufen einfach geradeaus. Dann kommen wir ja im Prinzip fast zu Hause an. Und hoffen, dass wir da noch was finden. Ach, dieser Mond ist einfach geil. Schön gemacht. Aber keine Höhlen. Mal was essen. So. Weiter geht's. Aber da haben die echt krassen Schaden gemacht, ne? Mit ihren Knarren. Ich glaube, die hatten richtig Pistolen oder sowas. Sicher bin ich mir nicht. Okay, jetzt regnet's. Geht da die Fackel schneller kaputt? Theoretisch nicht, weil wir ja Tierfett drin haben. Irgendwo eine Höhle zu sehen? Nö. Ach Mensch, Leute. Bei Nacht im Gebirge und es regnet. Prima. Glück haben wir eine wärmende Fackel. Hier. Oder? Ja, Leute. Darf hier nur kein Bär drin sein. Baue eine Werkbank. Okay. Lass mal kurz schauen. Das bauen wir natürlich ab, das Zeug. Kann ich nebenher Fackel und Werkzeug benutzen? Sehr gut. Hier ist Kupfer. Geil. Die Höhlen können gefährlich sein. Vielen Dank für den Hinweis. Oh. Piratenschiff in der Nähe gestrandet. Zum Öffnen der Karte M drücken. Ah, okay. Aber wo sieht man das jetzt hier? Das hier oder was? Ne, das ist ja das Schiffswrack. Geht das hier aber nicht. Ich glaube, da müssten wir erst die ganze Karte aufdecken, oder? Oder meinen die das hier? Ah, hier. Ach du Schreck, ist das groß. Ich glaube, hier gibt es noch ganz viel zu entdecken in dem Spiel, Leute. Vielleicht mache ich dann doch nochmal eine extra Staffel. Jetzt hier irgendwas drin ist. Kein Bock auf Bär oder so. War das hier? Zinn. Ah. Weil sonst wird es ja wieder so ein langes angezockt. Das ist auch schräg. So. Ist das hier? Kann man das abbauen? Nö. Okay, ich höre irgendwas, Leute.
mir gerade nicht so sicher, ob wir hier weiter rein sollten, wenn wir noch so ungeschützt sind. Ich glaube, wir gehen hier später noch mal gucken. Wenn wir mehr Rüstung haben und so. Ich nehme mal jetzt hier noch dieses Kupfer mit. Na? Okay, wie viel Material haben wir? Wir haben 57 Kupfer. Wir haben 30 Zinn. Was sind das hier für komische Pilze? Pilze. Na, die nehmen wir mit. Okay, da geht es noch tiefer rein. Ne, Leute. Ich breche jetzt hier ab an der Stelle. In der nächsten Folge haben wir auch schon ein bisschen Kupfer. Bloß ich traue mich jetzt hier nicht weiter rein ohne Rüstung und krasse Waffen. Komme ich hier ran? Ne. Nicht, dass es in die Hose geht. Das nehmen wir auch noch mit. Na komm. Ja. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Das machen wir noch zusammen. Ah. Fast übersehen. Ja, cool. Haben wir ja doch was entdeckt. Ist teilweise ein bisschen lahm gewesen heute. Zwecks der Action und so. Aber ich meine, kann man die Spinnen mit mir auch mitnehmen? Nee, nicht, dass es hier auch noch so Riesenspinnen gibt. Aber wir haben schließlich ein Tier erledigt, haben Tierfett geholt, Tierhäute. Und ich denke mal, mit der Tierhaut kann man dann früher oder später auch Rüstung machen. Kommt hier noch was raus? Ja, Zinn. Und jetzt haben wir ja schon die ersten Metalle. Das bedeutet, dass wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich auch dann schon bessere Werkzeuge machen können. Und wir sollen ja jetzt eine Werkbank bauen. Hier sind noch mehr Pilze, die nehmen wir mit. Na komm. Sammel ein, was du kannst. Cool. Finde ich geil, dass es hier sowas wie Höhlen gibt. Ich finde es geil, dass es hier sowas wie Piratenhütten gibt. Etc. pp. Und ja, ich gehe jetzt offscreen wieder nach Hause mit den ganzen Materialien. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Reingucken. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, schreibt mal warum. Alles klar. Und schönen Tag euch noch. Bis dann. Ciao.